Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge. Eure Fragen, meine Antworten. Na mal so. Wie ihr sicherlich ja sehen könnt und auch ahnen könnt, sind wir gerade auf dem Weg nach Pritzwalk. Haben dort was zu tun und haben uns gedacht, damit wir nicht nur sinnlos im Auto unproduktiv rumsitzen, können wir euch ja animieren, uns eure Fragen zu schicken und wir versuchen die, oder ich versuche die bestmöglich nach Wissen und Gewissen so ehrlich wie möglich zu beantworten. Und ich bin mal gespannt, was alles dabei ist. Der Julian fängt jetzt einfach mal an, das vorzulesen. Er muss parallel filmen und lesen. Das wird ein bisschen schwierig. Na dann würde ich sagen, let's start. Fährst du den CL63 wirklich privat, wenn er bei dir steht? Das ist der Plan. Ja, man sollte natürlich niemals nie sagen, aber der Plan ist es, das Auto zu fahren. Ja, im Endeffekt wird er wahrscheinlich eh wieder verkauft werden. Ne? So machen wir uns mal nichts vor. Den werde ich wahrscheinlich nie die nächsten 20 Jahre behalten. Das ist auszuschließen. Ja. Vermutlich. Wobei ich jetzt gerade ein SQP gesehen habe als 63er und das hat mich von Innenraum her übel abgeholt, das Auto, das muss man einfach sagen. Ins Verhältnis zum 216er, aber die Form so hat mich nicht gekillt. Wir hatten direkt daneben ein C63 Coupé, B205, Alter, killt einfach mehr als ein S63 Coupé. Das klingt jetzt hart, aber von der Optik ist die C-Klasse einfach brutaler. Ne? Und ich finde, dass der 216er ähnlich ist wie die C-Klasse. Kickt optisch einfach extrem. Feines Facelift. Deswegen fahren wir herstehen. Das ist wirklich auch das Ziel und der Plan. Lisa fährt dann Bus, bis der im Zweifel verkauft ist oder auch nie. Und so ist der Plan. Was ist dein größter Traum? Jawohl. Größter Traum? Ja. Von jetzt? Ja. Größter Traum. Also mein größter Traum ist es, dass alle, die mir wichtig sind oder lieb und teuer sind, gesund bleiben und es denen gut geht. Das ist mein größter Traum. Alles andere ist mir scheißegal. Warum holt ihr euch keinen Hofhund? Golden Retriever wäre doch toll. Ja, das stimmt, das wäre toll. Nur muss sich auch jemand adäquat um das Tier kümmern können. Ja. Ich hatte quasi früher mehr oder weniger Vierbeiner. Und auch von der Rasse. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Fellkind ist wie ein Kind. Und aktuell ist es mit Zeitmanagement leider gar nicht vereinbar, obwohl Lisa gerne auch einen Hund hätte und ich da jetzt nie unbedingt nee sagen würde, aber zeitlich aktuell, nee. Ich glaube, der meint halt auch einen Hofhund wegen Einbrecher und so. Bringt nichts. Und das ist halt auch wegen Tier. Ne? Du büßt leider nur das Tier ein, im Zweifel. Gut, bei dem, der jetzt bei uns da war, wüsste ich jetzt nicht so richtig, da hätte es wahrscheinlich wirklich was gebracht, aber bei echten Profis, da kannst du noch so scharfe Hunde haben, die machen die Hunde einfach platt. Das ist halt leider so. Habe ich selber schon erlebt, kenne ich aber wirklich eine Geschichte aus erster Hand. Und da waren zwei Kangals. Und kannst du mal kurz Kangal googeln. Ja. Und so ein Hund ist einfach mal komplett in der Lage, dich einfach umzuwerfen, dich komplett aufzufressen gefühlt. Ja. Da machst du gar nichts mehr, weil der Hund wiegt irgendwo 70 Kilo oder irgend sowas. Wenn der auf dir drauf sitzt, Alter, und in deinem Gesicht hängt, dann ist vorbei. Ja. Ja, und die haben die auch platt gemacht. Zwei Stück. Ja, also, ja, das will ich den Tier ersparen. Ja, ist schade, muss Tier machen. Nee, wirklich, das könnte ich nie mit mir vereinbaren. Nee. Bist du mit den Wahlergebnissen zufrieden? Wir waren gerade tanken für 1,60 Euro in der Stadt für Diesel. Ja, jetzt pass auf: Audi A6 4G, 3.0 TDI, Quattro Erfahrungen. Welcher Motor? 272, 320 oder 326 PS? Die letzten beiden. Also kein 272 würde ich nicht machen, nee. Okay. Da hatten wir schon diverse Steuerkettenproblematiken, Lockenwellenversteller, Spanner und weiß nicht was alles. Okay. Würde ich auf jeden Fall nicht machen. Also im Idealfall 320 PS. Oder 325 oder 26, was dann Competition-Modelle wären. Das ist sehr zu empfehlen. Dann Trabi cool oder nicht? Und mega. Und sollte man sich einen wegstellen? Auf jeden Fall. Wertzuwachs. Auf jeden Fall. Also immer noch nicht so. Ja. 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 Warum? Vor 20 Jahren hast du die Dinger gekriegt für einen Kasten Radeberger und eine Packung Eier. Gefühlt. Ja. Und einen richtig guten hast du gekriegt für vielleicht für 1000 Mark, 2000 Mark, wenn überhaupt. Mhm. Einen richtig guten. Jetzt zahlst du ja für einen richtig guten 7.000, 8.000 Euro. Ja. Und ich vermute sehr stark,
von den 37.000 oder 38.000 Trabis, die es noch gibt, die zugelassen sind in Deutschland, dass über die nächsten 10 Jahre noch mehr verschwinden werden, so nach und nach. Und ich gehe davon aus, dass so ein Auto auf jeden Fall ins Verhältnis zu dem, was gekostet hat, in speziellen Ausstattungsvarianten, im guten Zustand, auch durchaus mal die 15.000 bis 20.000 Euro Marken erreichen können. Vor allem guck mal Kübeltrabi an, ja. Guck generell den Ostbike-Markt an, generell Ostfahrzeugmarkt. Die Dinger sind massiv am Steigen. Also, das Auto, wo du am meisten für bezahlt hast, beziehungsweise nachzahlen durftest, in Klammern Gewährleistung. Aktuell dieses Jahr das G-Modell, würde ich mal sagen. Ne? Ja. Ist das eigentlich auch so All-Time-Favorite oder gab es da nochmal so ein Projekt irgendwann in den letzten Jahren? Massenweise. Aber wo dann erst das eine war, dann das nächste und dann darauf wieder das nächste. Ja, okay. Das war schon. Also G-Modell ist nicht auf der 1 insgesamt. Also schon mal beim G-Modell haben wir wahrscheinlich so in Summe mindestens einen 10er netto rausgeballert. Ja. Ach übrigens, der Besitzer des Fahrzeugs hat letztens angerufen auf dem Diensthandy, war schon mit der Lisa gerade auf dem Weg zum Essen. Ja, und du schon so nein. Und sieht sie den Namen auf dem Display und sagt sie nein, bitte nicht. Ich sag, dann geh halt ran. Nee, jetzt nie, wir gehen jetzt essen. Das kann nur scheiße sein. Ja? Mit dem Auto. Ja. Ich sag, nee, glaube ich nie. Geh ran. Nee. Ich sag, gib her das Ding, ich geh ran. Ist rangegangen, war der Kunde dran. Und weißt du, was er gesagt hat? Wartet mal. Haut mal in die Kommentare, was ihr denkt, was los ist. Oder jetzt in den Chat. Was ist los? Wollte der A sagen, haut mal eine 1 in den Chat. Wollte der mir sagen, dass das Auto wieder nicht fährt. Wollte der B sagen, oder die 2 halt in den Chat, es regnet wieder rein. Oder wollte der C drittens mir sagen, dass er rundum zufrieden ist und dass die Karre wunderbar fährt. Wahrscheinlich dann C, oder? Sonst wärst du nicht so entspannt. Jawohl. Also ja, er wollte einfach nur krass. Mein Feedback geben. Er ist, glaube ich, jetzt über 3000 Kilometer jetzt gerollt selber wohl. Ja. Also war auch schon wieder gut unterwegs mit dem Ding auf jeden Fall. Weil so lange hat er den jetzt auch gar nicht. Dass es funktioniert und er hat jetzt noch so ein, zwei Kleinigkeiten gemacht. Der fummelt ja selber gerne rum. Also an technischen Sachen. Ja. Ja, ach so. Und ist also technisch versiert und hat doch, denke ich, ein bisschen was auf dem Kasten, kann sich also ein bisschen selber helfen. Und deswegen ist das dann final gesehen doch das richtige Auto für ihn, weil für jemanden, der gar nicht schrauben kann, der gar keinen Plan hat, der kompletter technischer Laie ist, ist das auf jeden Fall nicht das richtige Auto. Mhm. Wenn du wegen jedem Furz in die Werkstatt rollen musst, weil irgendwo was knarzt oder der Fensterheber nicht will oder sonst was. Ja. Bei so einem Auto, wie einer schon mal in die Kommentare geschrieben hat, der hat vollkommen recht, nach 20 Jahre und älter Fahrzeug kaufst du im Regelfall kein Auto, sondern eher ein Hobby. Mhm. Oder so beides. Auto, Hobby. Ja. Muss man wissen. Sollte man immer auf dem Schirm haben. Tätigst du Investitionen in eure Firmeninfrastruktur? Ja. Bin ich gerade wieder dabei. Mhm. Haben wir schon gemacht dieses Jahr wieder. Haben noch ein Objekt erworben dieses Jahr. Wo ich noch nie weiß, ob ich das zeige oder nicht zeige, bin ich schon ein bisschen hin und her gerissen. Es gibt jetzt da mehrere Wege, bauen wir die Werkstattinfrastruktur mehr aus. Also wir haben gerade einen interessanten Zulauf an doch augenscheinlich recht qualifizierten Schlossern, also Kfz-Mechanikern oder Mechatroniker. Junge Leute, die doch ambitioniert und fit sind. Zumindest haben wir gerade jemanden da, der ganz gut jetzt Probe gearbeitet hat, wo ich wirklich sagen muss, das ist ein Lichtblick am Horizont. Also der Beruf ist doch noch nie am Sterben. Mhm. Aber ich denke mal, dass die Frage sicherlich noch kommt, vermute ich mal. Ich habe ja gesehen, ihr wart, das muss ich auch noch mal bedanken. Ne? Also möchten wir uns an der Stelle jetzt auch noch mal bedanken. Der Jürgen hat so grob geschätzt, wie viele Fragen? Unglaublich viele. Also übelst viele. Also ich habe heute früh morgen einmal nur grob drüber gescrollt, habe jetzt nichts groß gelesen, wirklich ohne Scheiß. Hab mir einfach nur so gedacht, wow, krass. Ich dachte auch nicht, dass so viele sind. Also vielen Dank für eure zahlreichen Fragen. Daraus könnten wir, glaube ich, fast 3 Videos machen. Also wir haben in Summe, keine Ahnung, ich würde schätzen, mindestens 100 Fragen bekommen. Locker schon, das sind 8 hier auf dem Display. Ach, kannst du ja also. Übelst lang scrollen, also okay. Ich denke fast mehr sogar. Ja, dann sind es vielleicht 150 oder 200, aber es sind echt viele. Ja. Mal gucken, ob wir die jetzt alle hier dran kriegen. Wenn ihr Bock habt, davon dann noch mehr zu sehen, dann müssen wir da halt dann noch ein zweites Video draus machen. Genau. Okay? So machen wir. So, also Infrastruktur, ihr wisst ja, ich beantworte das gerne ausführlich und im Detail. Infrastruktur ja. Wie gesagt, wollen wir jetzt in der Werkstatt weiter investieren, das weiter ausbauen, sattelfest machen, wollen auch noch Mechaniker einstellen und wollen auch weiterhin
den Einkauf umstrukturieren. Aber das gestaltet sich erfahrungsgemäß eigentlich genauso schwer wie einen guten Mechaniker zu finden. Jemand, der im Einkauf was taugt. Und da brauchst du jetzt keinen. Das ist halt leider so. Und ich habe gerade mit Julian schon vor uns gesprochen, wie lange er denkt, dass er gebraucht hat, um ein fitter, motivierter Mitarbeiter mit Plan und Köpfchen zu sein. Das dauert noch ein bisschen. Ja, nee, aber da bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Das muss man an der Stelle auch mal lobend erwähnen. Mhm. Ja. Respekt an den Julian, dass der die letzten 2,5 Jahre hat er eine Entwicklung mitgemacht, die ist ja fulminant. Das muss man einfach mal so sagen. Und der Julian ist echt sattelfest unterwegs aktuell. Das freut mich schon sehr. Das freut mich, wenn du das so empfindest. Ja, das empfinde ich so. Das muss man auch mal so sagen. Ja, also Struktur will ich weiter ausbauen, vor allem Einkauf, Werkstatt will ich weiter mich entwickeln und habe noch andere Ideen. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es vielleicht, uns so zu etablieren, dass wir die Werkstatt wirklich solide im Griff haben, dass wir freie Kapazitäten uns verschaffen können. Und haben wir diese, würden wir uns natürlich auch riesen megahaft freuen, wenn jemand ein Problem mit seinem Auto hat, Inspektion, Service, TÜV, was weiß ich, dass wir da dann vielleicht oder Reparaturen jeglicher Art vielleicht helfen können. Es kann sein, wenn es ein bisschen dunkel wird, Leute, nehmt uns das nicht übel. Wir haben schon alles Mögliche aufgedreht. Licht hier vorne macht keinen Sinn. Wir haben kein Schiebedach. Und das Wetter fuckt uns gerade richtig ab. Es ist massiver Sturm und stockdunkel. Ja. So, jetzt pass auf. Hand aufs Herz. Wie sieht es mit Schwarzgeld aus? Schwarzgeld im Autohandel natürlich ein übliches Thema. Gerade im Bereich Zusatzprodukte wird das, glaube ich, oder generell Preise runter oder ins Ausland und so ein Scheiß. Und die Frage kam früher häufig, machen wir Preis runter, gerade im Export. Mhm. Ja, machen wir einen kleinen Preis. Ich weiß nicht, ob es das rumgesprochen hat, aber ich lehne das kategorisch ab. Ich lehne das wirklich kategorisch ab. Von mir aus kann das Finanzamt kommen. Ihr könnt alles auf links drehen. Setze ich mich entspannt hin und sage, doch, soll ein Kaffee sein. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wir machen alles sehr akkurat. Der Herr Schwarz, was der André ist, unser Mr. Lost, ist, was Zahlen angeht, sehr hinterher. Sorgt dafür, dass es für alles ordentliche Belege gibt und dass alles nachvollziehbar bleibt, dass die Auslandsgeschäfte funktionieren, die Nettogeschäfte passen. Und ich weiß, dass Schwarzgeld im Autohandel mit Sicherheit für viele ein massives Thema ist und vor allem für das Finanzamt. Ich persönlich muss aber sagen, ich will abends beruhigt ins Bett gehen und das kann ich nur, wenn ich meine Buchführung sauber habe und habe keinen Bock, irgendwie da mal so eine Biber auf der Matte stehen zu haben, die mir dann irgendwie erzählen, wir machen jetzt mal hier eine Razzia und nehmen mal alle Ordner, Unterlagen und Drucker mit und Kopierer und weiß nicht, und alle SD-Karten und weiß der Teufel was für ein Zeug und USB-Sticks und Computer. Ich kenne Leute, denen ist das so passiert und da bin ich auch einigermaßen schockiert, weil bis heute ist da glaube ich noch nichts passiert im Nachgang. Mhm. Also das war richtig mit Razzia. Okay, richtig mit zu Hause, Büroräume, Straße absperren. Alter, ja. Ja, ja. Und die sind auch richtig geil drauf, so mit Mystery Shopping und so ein Zeug. Also sprich, die schicken dir Undercover Leute vorbei, die mit einer Karre vorfahren hier, was ist mit polnischen Kennzeichen, Trailer hinten dran und tüten mit den Deals ein. Die sind aber organisiert quasi so als Testkäufer und die fragen dann natürlich gezielt nach, mach mal einen nice Preis. Und das Krasse ist, da gibt es stichhaltige Beweise und bis heute streiten die sich darum. Aber denkst du, das ist übertrieben oder ist das berechtigt, dass Autohandel und Schwarzgeld so zusammenhängt irgendwie, also gerade so diese Kiesplatzhändler und so? Ja. Ist das übertrieben oder denkst du, das stimmt schon heutzutage auch noch? Stimmt. Ja. Stimmt. Es gibt genug, die denken, die sind unbesiegbar, sie halten sich für besonders clever, wenn sie da irgendwie das Geld massiv rausziehen und alles auf dem Papier gegen Null fahren und haben aber einen Hof voll mit, weiß nicht, 100 Autos und aber im Jahr machen sie Gewinn von 20.000. Jawohl. Ja, okay. Ja, moin. Wie? Das ist dann alles Vermittlungsware oder was? Für mich persönlich macht das auch gar keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, Schwarzgeld zu generieren. Was zum Geier willst du damit? Was willst du damit anstellen? Willst du jetzt losgehen, die Immobilie kaufen oder was? Ja. Aus dem Barvermögen, obwohl du offiziell nichts verdienst? Musst du einen Strohmann suchen, der das für dich macht und. Das wäre mir alles viel zu blöd. Ich gucke eben Bock drauf. Ich will zu meiner Bank latschen können, sagen, hier sind die Unterlagen, zack, gib mal einen Kredit, komm, und für Schmales bitte. Und will gar nicht, ich habe gar keinen Bock, irgendwo hinzugehen und irgendjemand voll zu labern, ob der mal das für mich regeln kann. Ciao, nee. Nee, gar keinen Bock. Ich will das alles ordentlich haben, alles mit Hand und Fuß. Und dann irgendwie, nee, kommt für mich nicht in Frage. Muss jeder für sich selber entscheiden, ich mache keinen Vorwurf. Wenn er da so agiert, das fällt dir auf die Füße, früher oder später, ich verspreche es dir, es fällt
dir auf die Füße. Wenn es nicht das Finanzamt ist, dann willst du mal irgendwann irgendwo was von der Bank oder sonst was und die sagen dann, den zahlen. Nee. Okay. Ja. Und da fällt sie dann dort auf die Füße. Bis zu. Pass auf, jetzt wird es auch interessant finanziell. Wie werden die noch nicht verkauften Autos finanziert? Firmenkonto immer im Minus? Fragezeichen. Ja, der Minus wäre ja traurig. Ne? Du arbeitest natürlich im Autohandel mit Linien, das ist gar keine Frage. Ist der Hof leer, ist das Konto eher ein Plus als ein Minus. Das ist halt schlecht. Bei jedem Monat geht halt im Zweifel Geld weg und du kriegst das nie refinanziert oder ja, du bekommst das Geld quasi nie rein, weil du ja einfach zu wenig Ware auf dem Hof hast und die Kosten dann nicht mehr decken kannst. Also bringst du jeden Monat im Zweifel dann irgendwann mit. Das größte Problem ist jetzt gerade im Autohandel, war früher immer so die Liquidität für viele. Na? Ja. Cashflow im Unternehmen. Mittlerweile ist es, glaube ich, für die allermeisten eher ein Problem, ein ordentliches Auto gekauft zu bekommen, wo man mal noch entsprechendes Geld verdienen kann, dass es sich lohnt. Es lohnt sich halt heutzutage einfach nie, ein 15.000 Euro Auto, was irgendwie 4 Jahre, 5 Jahre alt ist, mit 80.000, 90.000 runter für 2.000 Euro zu kaufen. Es macht keinen Sinn. Das ist halt einfach so. Die Frage, kann die Bank eigentlich eine Langsteuer irgendwann rausschmeißen? Nun, klar, nach einem Jahr. Okay. Bei den meisten ist es so, kriegst du dann den Brief zurück, musst dann ablösen. Perfekt, okay, krass. Okay. Aber hast ja auch getilgt in der Zeit. Eigentlich, also was das angeht, reine weg, dass du quasi eine Überschuldung stattfindet, wenn du die Autos fremdfinanziert hast, ist eigentlich mehr oder weniger durch die Banken insofern abgedeckt, dass du ja bis dahin quasi Abschläge zahlst. Mhm. Ne, meistens zwischen 5% und 10% von dem, was du einfinanziert hast. Wenn du nochmal die Wahl hättest, selbstständig sein oder angestellt mit gutem Gehalt? Guck mal die neuen Hundeeis an. Wild. Tucson, ne? Oder Tuxen. Taxen. Taxon. Ja, die sind sehr beliebt. Kriegst du auch kaum die Dinger. Müsstest da. Der fährt eine Ladung Gold durch die Gegend, der Typ, ne? Weiß es bloß noch nicht. Wie auch immer. Also wenn ich jetzt nochmal die Wahl hätte, angestellt oder selbstständig. Ich denke, Work-Life-Balance wäre für mich halt wichtiger als Geld. An der Stelle. Zu sagen, okay, ich kann mir meinen Tag mehr oder weniger ein bisschen einteilen. Kann flexibel auch mal auf was reagieren, wenn irgendwas ist. Und bin ein bisschen unterwegs, habe mit Menschen Kontakt. Würde aber nur im Automotive-Bereich mich sehen. Also quasi Einkäufer bei der DRG, das wäre dein Ding. Ja, doch, oh ja, da würde ich mich sehen, Einkäufer auf jeden Fall irgendwie oder ich könnte mich auch in einer beratenden Tätigkeit zum Beispiel sehen als Angestellter. Ja. Das, also als Angestellter ist wahrscheinlich dann eher schwierig für ein Unternehmen als Berater, aber ich könnte mich irgendwo sehen als angestellter Geschäftsführer für irgendeine große Bude oder so, die ein geiles Gehalt ausspucken. Eigentlich bin ich jetzt mit meiner Selbstständigkeit ja nicht unzufrieden. Die Frage ist nur, wie viel Nährboden für die Selbstständigkeit sind in den nächsten Jahren noch da? Ja. Und das ist halt ein Thema, aber ich könnte mich auch durchaus, wird auch zwangsläufig irgendwann passieren. Ich glaube nicht, dass ich in Rente gehe als Selbstständiger, bezweifle ich aktuell, dass das die nächsten 20, 30 Jahre noch geht. Ich denke schon, dass ich zwangsläufig in einem Angestelltenverhältnis in irgendeiner komischen Art und Weise vielleicht auch, man weiß es nicht, auch wieder zurückkehren werde. Okay, wenn du jetzt die Wahl hättest, quasi nochmal anzufangen? Dann selbstständig. Ja, okay. Wenn ich jetzt die Wahl hätte mit dem Wissen von heute, ja, würde ich sagen, hättest du den Weg in irgendein Unternehmen beschritten und hättest dich da irgendwo hingearbeitet und würdest ein geiles Gehalt verdienen, wäre das wahrscheinlich auch gut. Mhm. Ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Bekommt man bei euch die Überstellungskennzeichen auch bei Käufer aus Österreich? Hä? Der meint die Überführungskennzeichen, die gelben 5-Tages-Dinger. Ja. Ob er die bei uns bekommt. Wenn er aus Österreich kommt, meinst du, ne? Ja, das geht auch, ja. Dann kannst du mit den gelben Deutschen quasi nach Österreich fahren. Genau, das funktioniert. Ja. Wie funktioniert ein Mietkauf? So wie Leasing? Ja. So ähnlich, ja, ne? Ähnlich ist halt ein festgesetzter Restwert, der dann irgendwie nach 3 Jahren im Papier steht. Und dann bewertet halt der Verkäufer oder das zurücknehmende Autohaus oder Händler das Auto dann bei der Rückgabe und entspricht es den vertraglich festgehaltenen Kriterien, wird das Auto halt im Regelfall dann für das Geld zurückgenommen oder du legst halt drauf oder du kannst es halt selber verkaufen. Im Regelfall ist unsere Erfahrung, ist es so, nimmst du was Neues mit, bei dem Händler gucken die nicht ganz so krass genau hin und hauen dir nicht ganz so sehr in rein, sagst du aber, ich gebe nur ab und bin weg, dann geht's volle Bude. Ja, okay. A5 Coupé, eher 2017 oder vor 2017 und eher 2 oder 3.0 TDI? Also ich würde nach 2017 nehmen, alleine nochmal wegen Modellpflege, das sieht halt einfach nochmal ein bisschen schöner aus, das Ding. Ja.
wenn es geht, natürlich mit Virtual Cockpit und so. Das macht es halt nochmal deutlich moderner von der Optik, aber es ist halt Geschmackssache. Und ich würde wahrscheinlich mich für den 2.0 TDI 190 PS entscheiden, weil der reicht völlig aus. Mhm. Dicke. Den 3.0 brauchst du wirklich nur, wenn du sagst, ich will einen Sechszylinder und muss die linke Spur gepachtet haben, wobei der 2 Liter TDI mit 190 PS nur unwesentlich langsamer fährt. Mhm. Finde ich, oben raus fehlt dann halt ein bisschen die Luft in 2 Liter. Aber untenrum, im Antritt, ist der 2 Liter gefühlt ein bisschen agiler. Hast du Tipps für Leute, die im Fahrzeughandel einsteigen möchten? Lass es bleiben, jawohl. Mach was anderes. Nee, also Tipps, da könnte ich jetzt ein Buch schreiben, das hat 1000 Seiten. Wahrscheinlich überlegst du dir auf jeden Fall genau, ne? Also fang nicht vorschnell irgendwie an, weil du denkst, das ist geil. Es gibt auf jeden Fall 3 Faktoren, die du mitbringen musst. Mhm. Das sind auf jeden Fall reichlich Geld. Reichlich Geld ist meine Meinung. Ein sinnvolles Konzept mit guten Zukaufswegen. Und ein ganz dickes Fell. Ja. Bist du der Typ Choleriker oder der Typ, der Sachen recht schnell an sich ranlässt und persönlich nimmt, dann such dir ein anderes Betätigungsfeld. Mhm. Das ist dann auf jeden Fall nicht der richtige Job. So, was haltet ihr ehrlich von den derzeitigen Spritpreisen? Noch nachvollziehbar oder schon? Schon lange, schon seit 10 Jahren nicht mehr nachvollziehbar. Wir waren mal zwischendurch auf einem Level, wo du sagst, ja, das ist fair. Da hättest du halt bunkern müssen normalerweise, vor allem Diesel. Da waren wir mal zwischendurch bei teilweise 1 Euro oder sowas. Ja. Oder drunter sogar. Ja, drunter, ne? Ja. Da hättest du dir eigentlich wahrscheinlich irgendwie so einen alten. Alte Tankstelle holen sollen, jawohl. Oder einen Tankanhänger kaufen müssen, ehrlich, jetzt ohne Scheiß. Ist schon wieder an, André. Ach, okay, ciao. Alter. Aber merkst du was, ne? Die rufen dich an. Ja, ja. Die rufen dich an. Ja, ich weiß. Merkst du was? Ja. Genau, das ist genau das, was ich sagte, warum deine Entwicklung so gut ist. Jemand, der easy dein Vater sein könnte, der selbst seit über anderthalb Jahren, in fast 2 Jahre bald, in diesem Unternehmen tätig ist, ruft dich an. Und Julian, was soll ich jetzt machen? Ja. Ja, das ist schon geil. Nee, es ist nie geil. Oh. Kann man bei euch auch eine Ausbildung machen? Nee. Nope. Haben wir mal gemacht, wirklich Tatsache. Ausgebildet zum Mediengestalter, ja. Zum Kfz-Schlosser und das war einfach nur vollkommen lost. Das kannst du. Das macht auch keinen Sinn bei uns bei der Größe von Unternehmen einfach. Ich habe gar keine Nerven dafür. Berufsschule erzeugen. Nee. Ach nee. Nee. Wo siehst du dein Geschäft in 10 Jahren? Willst du da jetzt eine ernsthafte Antwort drauf haben? Also versuch's mal. Also in 10 Jahren glaube ich nicht an den Verbrenner leider mehr. Im klassischen Segment, das wird dann einfach nicht mehr ziehen. Vielleicht nur noch partiell oder du hast dich halt irgendwie in eine Richtung Sportwagen, Oldtimer, Youngtimer irgendwo hin entwickelt. Ja. Das wäre halt eine Möglichkeit, um weiter irgendwie so ein bisschen dem Verbrenner treu zu bleiben. Ansonsten sehe ich in 10 Jahren, je nach Regierungsbildung, da sind wir dann nochmal in den Wahlen drin gewesen, ganz klar nicht die Zukunft im Gebrauchtwagensegment für Verbrenner. Der Bestand für Verbrenner sinkt mal richtig ab. Siehst du ja bei mobile.de, das haben wir dann in den Videos wahrscheinlich schon 3-4 Mal gezeigt, ist jeden Tag zu beobachten. Und ich glaube, dass wir gerade im Gebrauchtwagensegment oder generell im Automotive-Bereich, Autohandelsbereich, egal ob jung, gebraucht oder neu, auf einen ganz großen Eisberg gerade zufahren. Mhm. Und wir sitzen alle in der Titanic aktuell. Meine größte Sorge, das habe ich schon vorhin zu mir schon gesagt, meine allergrößte Sorge ist gar nicht so das Corona-Ding als solches ist und der Lockdown, sondern das, was danach kommt. Und das ist Tatsache der Wirtschaftszusammenbruch, der uns meiner Meinung nach, da fehlt uns nicht mehr viel dazu. Weil was stoppt die Wirtschaft, was bremst die Wirtschaft? Das sind A, zu hohe Preise, da sind wir gerade schon dran. Durch Inflation und Co., das kommt noch dazu. Man erzählt uns ja irgendwas von 4% Inflationsrate aktuell. In der Realität liegen wir irgendwo bei 13 bis 15. In der Realität, im wahren Leben, wenn man alles zusammenzieht. Das heißt also auf Deutsch gesagt, mach Schulden, was geht. Ne? Mhm. Das ist billiger. Mhm. Das ist billiger. Das ist gerade billiger, Schulden zu machen, wo geht. Das macht mir Sorge. Und noch viel mehr Sorge macht mir, was sollen denn die Leute konsumieren, wenn es nichts gibt? Was wird denn zum Weihnachten im Weihnachtsgeschäft los sein? Dann dürfen wir zwar alle draußen rumrennen, vielleicht. Vielleicht. Ja, man hofft. Man hofft. Aber was ist, wenn die Regale leer sind? Ich sag dir so, wie es ist.
in der Weihnachtszeit, dann rennst du in diverse Elektronikfachmärkte hinein und du wirst leere Regale vorfinden. Wo soll die Scheiße jetzt herkommen? Also die haben irgendwo riesige Bestände irgendwo in der Rückhand, die sie dann mit dem Markt ballern. Man weiß es nicht. Kann schon mal sein, dass sich das Ganze vielleicht noch ein bisschen einigermaßen die Waage hält. Aber ich glaube, gerade was Elektronik angeht, und das ist ja für uns Menschen heutzutage das mit das höchste Gut neben dem Automobil und Kleidung. Mhm. Urlaub, Kleidung, Elektronik, Auto. Ja. Das ist so, ne, glaube ich, die. Und da wird es wohl dieses Weihnachten zum Weihnachtsgeschäft, bin ich gespannt. Ja. Bin echt gespannt. Dass wer jetzt denkt, A, im Autohandel anfangen zu können oder B, richtig wachsen zu können, aktuell, und das ist meiner Meinung nach nur der Beginn, der Spitz, das ist nur die Spitze des Eisberges. Nächstes Jahr um die Zeit wird es richtig eng. Hm. Wie entsteht das finanzielle Polster, damit man diverse Autos einkaufen kann? Dispo oder Rich? Ja, im Idealfall hast du halt eigenes Geld, ne? Ja. Womit du das finanzierst. Ja, du brauchst heutzutage, pass auf, mal angenommen, du bist jetzt irgendwie Angestellter. Ja. Verdienst einen guten Schein, hast 2,5 netto. Ja. Dir geht's gut, du machst jeden Monat 500 Euro, hast du übrig, sparst du im Jahr 6.000. Mhm. Und gehst dann zur Bank mit einem richtigen Businessplan, kommst vielleicht sogar aus dem Automotive-Bereich, bist vielleicht Verkäufer schon seit vielen Jahren, dann brauchst du wirklich einen guten Banker, der nicht an dich glaubt, der dir vielleicht mit ganz viel Glück einen Kredit gibt mit 100.000 Euro als Verbraucherkredit zur freien Verwendung. Da musst du aber ganz viel Glück haben. Deswegen wirst du also auf einen Geldgeber angewiesen sein. Oder du hast einfach selber genug Kapital und sagst, okay, ich starte jetzt. Ja. Also Rich. Was war dein größter automobiler Fehlkauf für die private Nutzung? Also richtig enttäuscht. Ja, was mir jetzt so persönlich nie zugesagt hat, was von vornherein einfach anstrengend war, aber es lag wahrscheinlich auch einfach an der Jahreszeit, war halt der C63 als Cabriolet. Ja gut, aber der war trotzdem macht geil. Halt, war übelst geiles Auto. Also ist ja kein Hammer, Fehlkauf gewesen. Aber für den Winter ist das Ding einfach Rotze. Ja gut, okay, aber da kann das einfach, Auto jetzt nicht so viel dafür. Ja, da kann das Auto nichts dafür, gar keine Frage. Nächsten Cabrio Winter zu beschwert sich, dass nicht fahren kann. Ja, aber, ja. Ja, der hat halt null Traktion mit dem Ding. Das ja. War Wahnsinn. Ansonsten, nö, eigentlich jetzt alles Jammer auf hohem Niveau. Wäre ja. Albern jetzt darüber zu reden. Ja, also kein richtiger Griff ins Klo. Nee, ja. Eigentlich nicht. Wie seht ihr die Zukunft in Anbetracht der E-Autos An- und Verkauf? Ja, zwangsläufig musst du nicht drum rumkommen. Mhm. Musst du machen müssen. Wenn du keinen Bock drauf hast, musst du aufhören. Oder dir was anderes einfallen lassen. Ich frage mich halt auch, wie ist die Zukunft dann für freie Werkstätten? Ja, für E-Autos. Die werden richtig. Ja, du kannst zwar jetzt, aber da hat noch keiner. Ich habe mich schon mit einigen unterhalten, die Werkstätten betreiben, die auch gut unterwegs sind, die fit sind, die gut geschulte Mitarbeiter haben und. Da habe ich schon irgendwann so gesagt: Ja, okay, dann gehen die schon zur E-Schulung und so, super, ganz toll. Aber was ist denn, wenn der Hersteller das blockiert? Mhm. Was ist denn, wenn der Hersteller das alles so konzipiert, dass du gar nicht reinkommst ins System? Ja. Und die Hersteller bauen ja jetzt schon Steuergeräte seit einiger Zeit, insbesondere bei der C-Klasse, ist ein Riesenthema gewesen, auch beim 63er und so, wo du als normale Werkstatt keinen Zugriff drauf hast. Mhm. Kommst du nicht rein. Dann ist das nicht mehr hier, dass du irgendwo einen Tester kaufst und da sind alle Lizenzen dabei und so ein Quatsch. Wart's ab. Das wird kommen. Mhm. Gerade beim E-Auto werde ich das, bin ich mir sehr sicher. Und die Tesla-Booten und so, brauchst du nicht denken, dass du dran rumreparierst. Das glaube ich nie. Das werden die Schönen in der eigenen Hand halt nicht. Und wer jetzt sagt, naja, Verbrenner, da haben wir noch 10 Jahre zu tun, vergiss es. Das wird schneller weg sein, das Zeug, als du gerade ausgucken kannst. Mhm. Das wird so schnell, in 5 Jahren, sagst du, ist ein Drittel der Verbrenner weg. Von den älteren Modellen, auf jeden Fall, also bis Baujahr 2010. Ist von dem, was jetzt da ist, ein Drittel auf jeden Fall weg. Das wird komplett traurig. Ja, ist so. Ja. Wird so werden, vor allem Diesel und so. Dann Bar oder Finanzierung, was hat der Händler lieber? Immer die Finanzierung eigentlich, weil es da noch nicht eine Finanzierungsprovision gibt und da ja die meisten Händler mit Linien arbeiten, mit Banken zusammen und die ja quasi ein Cashback haben, also sie wollen das Geld ja zurücksehen, was du in Linie stehen hast und es gibt einige Banken, die brechen gerade übelst in den Markt rein, die wollen unbedingt das Geschäft mitnehmen. Wo wenn es keine Autos mehr zum Verkaufen gibt, nehmen die also auch kein Geschäft mit, ne? Ja, macht Sinn. Wir haben jetzt zum Beispiel einen interessanten Fall gehabt. Da haben wir auch eine Finanzierung für einen Kunden einfach gemacht, der quasi über uns das Auto hat sich vermitteln lassen. Okay.
Das hat auch gut funktioniert. Und wir waren billiger als irgendein Check24-Scheiß am Ende des Tages. Verwild, okay, ja. Ja, wirklich. Und der Typ ist Versicherungsmakler und wird nie ganz dämlich sein und wird schon grob wissen, wie der Hase rennt. Ja. Ne? Lohnt sich noch, einen Diesel zu kaufen? Naja, ich sag mal so, wir waren gerade tanken für 1,589 Diesel. Und ich glaube, der Liter Super stand bei 1,86,87. Mhm. Ich denke schon. Hey Rico, wunderschöner Mann. Was war dein leistungsstärkstes Auto? Würde ich schon sagen, der R64F war so der leistungsstärkste. Der hatte, was weiß ich, gemessen konnte man den nie, weil der immer Schlupf hatte. Das haben wir nie auf die Kette gekriegt, dass das Ding die Kraft auf die Rollen gebracht hat. Da sind wir auch dann zu einem speziellen Prüfstand irgendwie nach, weiß nicht mehr wohin, irgendwo Richtung Chemnitz gefahren oder sowas. Auch da hat er nur Schlupf gehabt. Ja, lass es da irgendwie 980 PS gehabt haben, das Ding, vielleicht waren es 1000. Auf jeden Fall waren es locker 1200 Newtonmeter irgendwo in der Drehe. Das war schon nie wenig, ne? Das Ding hat schon einen ordentlichen Antritt gehabt. Warst du ja früher gut am Pumpen, wie viel hast du zu Spitzenzeiten gewogen? 125 oder so. VW Phaeton, GP3, GP4, Probleme? Ja, beim letzten Modell gibt es eigentlich keine wirklich ernsthaften. Da gab es dann so ein bisschen Probleme mit dem Entertainment-System oder wie Multimedia-System oder wie man das jetzt da schimpft. Dann kann es halt sein, dass da mal irgendwie das Ding aussteigt, dass dann irgendwie die Steuerung von der Klima nicht geht oder irgend so ein Käse. Mhm. Oder die Fahrwerkssteuerung nicht mehr ansteuern sich lässt oder so. Das kommt halt mal vor. Ansonsten der 239 PS Diesel zum Beispiel gilt als solide und vernünftig. Auch das Luftfahrwerk funktioniert blitzermaulen. Funktioniert eigentlich gut. Die Autos schaffen auch hohe Laufleistungen und gelten als gut verarbeitet, also gerade das letzte Modell, ne, ab Baujahr 2010. Die davor haben halt so ihre Macken, aber eigentlich war das Auto als solches nicht schlecht. Mhm. Ja. Wenn, dann würdest du auch ein Facelift kaufen auf jeden Fall. Ja. Was ist denn das eigentlich für ein KFV, sag mal? Der ist geil. Was ist denn das? Da kommt was im Loch gekommen. Ist der aus Elba mitgefahren oder was? Ich stimme, ja. Der ist giftig. Jawohl. Mhm. Dann lass den mal unter die Sonnenblende gehen. Die Lisa das sieht, fährt mit dem Auto nicht mehr. Ja. Zack. So, was war das teuerste Teil, das bei einer Probefahrt geklaut oder beschädigt wurde? Ich glaube, meine glühende Bremse beim E500 war schon nie ohne. Mhm. Dann wurde auch mein Auto kaputt gefahren. So richtig kaputt? Ja, schon. Okay. Ne? Geklaut, ja, wir hatten irgendwelche komischen Steuergeräte rausgeklaut oder Xenon-Brenner und so ein Quatsch. Also das war schon teilweise lost. Gibt es was Neues zum E34 M5? Nö. Der steht. Genau, der macht das, was er soll. Ja. Sieht geil aus, ja. Und steigt im Wert. Werdest du jetzt mal in die Halle stellen, das Ding? Schade drum, wie das Ding draußen steht. Ja, steht da. Muss jetzt mal weg vom Winter auf jeden Fall. Wenigstens unter dem Dach. Mhm. Ja, staubt ein, sieht scheiße aus. Ja. Muss ja nicht sein. Moin, welche Teile deckt eine Versicherung bzw. Gewährleistung ab? Die Gewährleistung deckt mehr oder weniger das ab, wo vermutet wird oder davon ausgegangen werden kann oder muss, dass es bereits beim Verkauf angelegt war, der Mangel. Mhm. Also sprich, was weiß ich, der Ölfresser. Mal angenommen, das ist halt auch so ein Streitthema, gerade beim Ölfressen. Der Kunde kauft das Auto, fährt damit, gerade wie in dem Fall vom T5, fährt damit irgendwie, keine Ahnung, 5 Monate lang durch die Gegend und 6.000, 7.000, 8.000 Kilometer und ist alles gut. Und dann geht's los. Dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass das quasi dann in entstandenen, sich entwickelt hat, der Schaden. Mhm. Aber da könnte man sich auch wieder drum streiten, könnte man behaupten, nee, das war schon. Der war schon angelegt und das ist dann einfach nur noch schlimmer geworden. Das wird im Zweifel die Gewährleistung abdecken. Die Gewährleistung hat aber der Händler, haben wir schon mehrfach erwähnt, immer das Anrecht, das Prüf- und Nachbesserungsrecht zu haben bei sich im Haus. Und das bedeutet, er darf entscheiden, was für ein Teil da im Zweifel eingebaut wird. Ob das ein gebrauchtes, gleichwertiges mindestens ist oder ein Neuteil, überholtes. Aber bezieht sich auf alle Baugruppen, ne? Ja, leider ja. Die Gewährleistung ja, zumindest aktuell noch auf die ersten 6 Monate. Danach nennt man das Beweislastumkehr. Das heißt also, du müsstest nachweisen, dass der Schaden schon vorhanden war, was dann nach 6 Monaten und was ich nach 10.000 Kilometer gefahren irgendwie schwierig werden könnte. Wenn du sagst, Mensch, du kaufst ein Auto im April, ja, und meldest im September oder beziehungsweise im Oktober, die Klimaanlage würde nicht mehr gehen.
Ja, dann ist eigentlich klar. Ja. Na, haben wir schon so oft gehabt, wo du dann am Telefon einfach nur sagst, so, fragst, okay, wir hatten ja diesen Sommer 36 Grad, warum rufen sie jetzt erst an? Ja. Ja, nee, ist mir gar nicht aufgefallen. So. Ach so. Ach so, das, ach so. Ah, interessant. Aber wirklich schon oft gehabt, wirklich, das ist echt. Der Klassiker. Ich hatte die Klimaanlage nie an. Jawohl. Ich bleib dann aber gelassen und sage, ja, Sie können gerne herkommen, wir gucken uns das an und prüfen das. Sie können aber auch alternativ in Ihre Werkstatt fahren, wenn Sie wollen, wo Sie Vertrauen hin haben. Mhm. Am besten natürlich nicht zum Vertragshandel, weil das macht keinen Sinn. Ich schreibe Ihnen ein neues Auto auf, oftmals. Lassen Sie mal prüfen, was los ist, und dann schicken Sie uns bitte einen Kostenvoranschlag, Kostenvoranschlag. Und dann prüfen wir das, und wenn es einigermaßen im Rahmen bleibt, findet man da vielleicht aus der Ferne irgendwie eine Lösung. Ja. Ja, ansonsten müssten Sie halt herkommen. Ich will aber nicht zu Ihnen kommen. Dann holen wir es ab, auch kein Problem. Wenn es aber kein Gewährleistungsfall ist, dann müssten Sie den Transport bezahlen. Das will ich aber nicht. Dann komme ich eben. Dann kommen Sie. Man passt es Ihnen. Ne? Das ist halt das. Du, zum Beispiel, wenn du eine Garantie anbietest, und das ist echt lustig, das sind auch genau dann die Kunden, die sagen, ich brauche keine Garantie. Das sind genau die, die dann eine Garantie brauchen. Ja, immer. Ja, ja. Ich schwöre, das sind genau die, die brauchen eine. Ganz dringend. Und zwar zwei, wenn es geht. Deswegen macht die Gebrauchtwagengarantie alleine schon, wenn du von weiter weg kommst, einfach mal komplett deswegen Sinn, damit du eben nicht erst irgendwo hinfahren musst, im Zweifel. Ja. Dann sagst du zum Händler, pass auf Keule, der Schaden sind 1000 Euro, die Garantie zahlt irgendwie 600, 400 bleiben übrig, was machen wir jetzt? Und dann sagst du halt, pass auf, komm, ich schicke das Material rum oder was weiß ich. Mhm. Ja. Ja. Und die Werkstatt baut es ein. Ja. Findet man eigentlich immer eine Lösung. Man muss immer vernünftig bleiben, logisch denken und sich nie von Emotionen steuern lassen. Das haben die gewusst, die haben mich verarscht. Kann sein, gibt's auch. Aber ich denke, dass der Händler im Regelfall nie alles über das Auto weiß. Woher auch? Ich glaube, der Händler hat es am kürzesten. Ne? Der Händler hat es ja nur. Keiner fährt ja damit auch nicht viel. Wer handelt das? Ja. Das vergessen halt viele, die denken immer, wir haben es privat gefahren, so ungefähr. Ja, genau. Ja. Ist es schlecht, ein Auto kalt abzustellen? Zum Beispiel beim Umparken. Warum? Also Motor an und dann 6,5, das ist schlecht halt, ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall immer schlecht. Natürlich ist das fürs Auto nie geil, ungeparkt zu werden. Und das ständig, deswegen versuchen wir es nie so häufig zu machen. Mhm. Aber es ist, bleibt halt auch ein Auto. Wir machen es ja meistens so, dass wir die starten, lassen die eine Weile tuckern. Ja. Und dann parken wir die um. Dass sie ein bisschen Temperatur kriegen. Genau, und meistens lassen wir sie auch noch ein bisschen laufen, dass sie ein bisschen warm werden halt, ne? Wenn du dein Leben nochmal leben könntest, was würdest du anders machen und was genauso? Oh Gott, das ist wieder so eine sehr wilde, ausschweifende Frage. Oh Gott, der Jürgen hat schon Angst, dass ich jetzt darauf übelst ausschweifend antworte, aber ich irgendwas anders machen? Nö. Nö. Ja, das ist immer gut. Das ist jetzt nichts, wo ich sage, das habe ich jetzt riesig bereut, das war ein Riesenfehler. Nö. Aktuell, bis jetzt, bis hierhin, hast Money. Plant ihr mal ein gemeinsames Projekt-Event mit den Hamburger YouTubern? Ja, in der Theorie sind wir da gerade dran oder auch in der Praxis, ja, sind wir da quasi in Gesprächen. Ob man da jetzt mit allen da irgendwie mal agieren, irgendwas, keine Ahnung, das wird sich ja mal da zeigen irgendwie, ob sich daraus was entwickelt irgendwo. Das ist jetzt aktuell so, als hätte ich das nie geplant, dass wir jetzt irgendwie sagen, wir machen ihn auf Top Gear und jeder kauft irgendwie ein schrottiges Wohnmobil und versucht so weit zu kommen, wie es geht. Ja, ne, das wäre aber geil. Eigentlich eine lustige Idee, ne? Ja, wirklich. Das billigste Wohnmobil kaufen in so einer Umgebung. Oh, jawohl. Oh, jawohl. Oh, das endet auf jeden Fall in einem Desaster, das kann ich jetzt schon sagen. Da hab ich Bock. Das wäre auf jeden Fall witzig, ne? Safe. Mhm. Ja, das wäre eine Tour. Alter, ich bin dabei. Ja, das war klar. Jawohl. Da wären wir auf jeden Fall dabei. Warum handelt ihr alte, in Klammern coole Buden, wo das Gewährleistungsrisiko hoch ist? Weil da nicht so viel kaputt geht. Gewährleistungsrisiko, du müsstest jetzt mal andersrum die Frage stellen, wo ist denn das Gewährleistungsrisiko am höchsten? Das ist auf jeden Fall in irgendeinem VAG-Fahrzeug, was irgendwie 5 Jahre alt ist und 80.000 Kilometer hat. Das ist noch meiner Meinung nach wesentlich unüberblickbarer als ein 30 Jahre alter 6er BMW. Elektrobuden mit in den Bestand aufnehmen, ich überlege selber. Probieren musst du es wahrscheinlich, das wird dann zwangsläufig nichts anderes übrig bleiben. Halt Elektrobuden mal zu kaufen und dann wirst du ja sehen, was passiert. Kauf die eine oder bleibst du auf der Scheiße sitzen? Das wirst du dann sehen, wenn du da hast.
erzähl was über deinen SL 55 AMG 517 PS Blau. Was soll ich denn da erzählen? War ein geiles Auto. Bereust du es, dass es ja nicht mehr da ist? So ein bisschen schon. Das war auf jeden Fall ein Auto, wo ich sage, den hättest du safe, keep it. Ich meine, ich habe einen vernünftigen Preis damals bekommen, ich brauche mich nicht beschweren. Ne? Ich habe den damals schon für einen guten Preis verkaufen können. Wir haben ihn interessanterweise in derselben Farbe, einen 129er aus der letzten Serie mit Xenon als 320er in Zahlung nehmen können. Jawohl. Den haben wir auch wieder ganz gut verkauft, von daher war das eigentlich okay. Welche Reifenplastikpflege benutzt ihr? Keine Ahnung, müssen wir Ronny fragen. Weißt du es? Nee, ich weiß bloß, dass da halt Tire Dressing wirklich wortwörtlich draufsteht. Tire Dressing. Oder nee, wie heißen diese Chemiebude? Kenotec? Nee. Kenotec heißen die, ja. Kenotec Tire Dressing. Mhm. Musst du dann mal bei denen gucken, Kenotec. Machst du wieder Werbung hier? Meine Güte. Hallo, würdet ihr mit Rat und Tipps für einen Startup-Autohandel zur Seite stehen? Die Frage kommt häufiger mittlerweile. Ist ja wild, einen Autohandel aufzubauen, nur so als Projekt. Aber oh, Alter, ich gar kein, ich weiß nicht so richtig. Also, das kann man machen. Habe ich überlegt, das als Geschäftszweig vielleicht. Ich meine, wir sind ja nur schon ziemlich lange in dem Business unterwegs und denke auch recht erfolgreich. Enrico Bratlaff. Enrico Bratlaff? Jawohl. Enrico Bratlaff. Genau. Nee, also zum Startup kriegt man ja immer mal wieder Anfragen. Mittlerweile, da wir ja nur schon einige Handelsgeschäfte hatten oder die es ja auch immer noch gibt, die ich maßgebend ja mitentwickelt oder betreut oder begleitet habe oder was weiß ich, wie man es nennt, aber wahrscheinlich eher entwickelt, aus der Ferne auch heraus, was auch ganz gut funktioniert hat, kann das sicherlich funktionieren, brauche ich aber freie Kapazitäten, da muss ich mich entscheiden. Ja. Mache ich mein eigenes Business oder finde jemanden, der das für mich weiter betreibt? Oder ich kümmere mich um andere. Ja. Aber beides zeitgleich sinnvoll. Du kannst höchstens so aus der Ferne quasi so beraten und halt sagen, pass auf, versuch's mal so oder versuch's mal so oder dreh das mal so rum. Und da musst du aber auch vor Ort gewesen sein. Du musst die Leute sehen, du musst sehen, was für Bedingungen es gibt, was die Ressourcen sind. Das musst du wenigstens immer gesehen haben, um dann einen Eindruck zu bekommen. Du musst im Zweifel dann, wenn es schon ein bestehendes Unternehmen ist, die Mitarbeiter kennengelernt haben. Mit denen musst du vielleicht auch, wenn es geht, persönlich mal gesprochen haben, um zu wissen, okay, wie ticken die, was wollen die? Und das Lustige ist ja meistens, im Dritten erzählen die meist mehr oder vertrauen sich eher den, sag mal, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, Mediator, vielleicht im Zweifel mehr an, als sie im Gespräch Chef angestellt raushauen würden. Mhm. Deswegen ist manchmal so eine, ich nenne es mal, Coaching finde ich behindert. Coaching, ich hasse diesen Begriff Coachings, ich bin auch kein Typ, der sich gerne coachen lässt, aus dem einfachen Grund. Was zeichnet jetzt so ein Coach eigentlich aus? Weil der irgend so ein beschissenes NLP-Seminar dreimal besucht hat oder was? Oder irgendwie der Meinung ist, der ist der Klugscheißer der Welt, der Nabel der Welt und kann allen anderen erzählen, wie es geht. Wo ist denn sein Unternehmen, sein Milliarden-Startup-Unternehmen, was funktioniert? Ich würde mich coachen lassen von einem Reinhold Wirth, von einem Robert Lasek oder von einem Elon Musk oder sowas. Ja. Wenn die sowas anbieten würden, dafür würde ich wahrscheinlich Unsummen ausgeben. Mhm. Aber ich lasse mich doch nicht von irgendeinem so Gurkenhals coachen. Ja. Also, wo ist denn dein Unternehmen? Wo, zeig mal her, wo ist das denn? Dein Unternehmen basiert einfach nur darauf, dass du erzählst, dass du anderen alles beibringen kannst. Mhm. Ja. Dass du aus denen einen besseren Verkäufer, was weiß ich, machst. Aber ja nicht in der Praxis nachweisbar. Ja. Du sorgst am Ende nur dafür, dass sie dein scheiß Produkt kaufen. Das ist das Einzige, was du machst. Du bist einfach auch nur ein Verkäufer, nichts anderes. Ich will ja da keinen zu nahe treten, der sich irgendwo coachen lässt oder so. Das bringt sicherlich auch was. Das haben wir auch eine ganze Weile gemacht, deswegen kann ich schon mitreden. Ich war selber zu irgendwelchen komischen Seminaren und habe teure Coaches bezahlt. Ist das die schön aus Auto übrigens? Dass die unsere Mitarbeiter schulen, ja? Und aus denen quasi noch bessere Mitarbeiter, vielleicht auch in gewisser Hinsicht, vielleicht auch solidere Leute machen, ich will nicht sagen bessere Menschen, weil das wäre anmaßend, ja. Und ich denke, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich bin da mittlerweile fertig mit dem Quatsch, das haben wir jahrelang auch wirklich exerziert und dafür auch reichlich Geld investiert und irgendwelche Coachings, also ich lasse mich gerne schulen, ehrlich, ich lasse mir gerne erzählen, wie es lang geht, aber dann musst du halt schon irgendwie einer sein, wo ich sage, ey krass Mann, der ist nochmal 5 Ebenen drüber. Mhm. Das, okay, den höre ich jetzt zu. Der muss wissen, wie es geht. Aber für dich wäre das quasi, es könnte so der nächste Step sein irgendwann so, ne? Ja, ich würde mich jetzt aber selber nicht als Coach sehen, ne? Also ich denke jetzt nicht, dass ich irgendwie in der Lage bin zu sagen, ey Alter, dass mein Rezept funktioniert. Was auf jeden Fall viele falsch machen, meiner Meinung nach, ist das generelle Marketing.
ihre Autos, gerade im Automotive-Segment, da ist so viel Nachholbedarf bei so vielen, das ist nicht normal. Alleine schon Bilder, Fahrzeugbeschreibungen, ja. Präsentation. Ja, und auch gerade was Bilder angeht und so, die geben sich teilweise ja gefühlt gar keine Mühe und so. Katastrophe. Ja, das ist krass. Katastrophe, wenn du da manchmal über Websites von manchen guckst. Ich meine, wir haben auch lange gebraucht mit der Website, brauche ich gar nicht diskutieren, aber ich denke, dafür, dass wir lange gebraucht haben, ist sie eigentlich ganz nett geworden. Ja, stimmt. Das passt eigentlich, das Ding, ne? Und ich meine zu behaupten, dass dort auf jeden Fall Potenzial da ist. Ich wurde auch schon gefragt oder beziehungsweise angesprochen von jemand Größeren, ob ich da nie in der Richtung, ob man das da nie in die Richtung aufbauen sollte. Mhm. Und ja, vielleicht so, also ich hätte bestimmt auch Bock drauf, ne? Ich höre mich ja selbst gerne reden, wie ihr ja wisst. Aber wer macht das nie? Wenn man anderen helfen kann irgendwie und damit Geld verdient, das ist schon auch ein interessantes, das wäre auch ein Faktor, wo ich sage, das könnte mir auch Spaß bereiten für nach dem Autohandel. Ja. Wie viel Kilo hat Enrico zu seinen Glanzzeiten gedrückt, beziehungsweise gibt es Fotos aus der Zeit? Ja, wenige. Auch wenn man es jetzt nicht glaubt, aber ich war jetzt nie so der krasse Selbstdarsteller irgendwie, der sich hat permanent irgendwie fotografiert oder fotografieren lassen. Mir war es eigentlich immer unangenehm. Ich hatte immer keinen Bock, meine Visage auf irgendwelchen Bildern zu sehen. Das kotzt mich auch heute noch an. Weil ich da nie zufrieden war, wie ich aussah irgendwie, wie es eben meistens so ist. Entweder war ich zu fett oder zu dünn, ne? Also irgendwas war immer, wie auch immer. Fakt ist, dass durch den Job dann auch, dass mit dem Training natürlich dann auch schwieriger wurde, dann insbesondere mit dem Kind und dann Corona und dann war es sowieso gefühlt komplett vorbei. Und gedrückt in Spitzenzeiten. Bankdrücken, wenn man das jetzt mal so will. Also in Serie jetzt, ohne Scheiß jetzt, also wirklich reines Trainingsübungsgewicht, Bankdrücken frei, zwischen 100 und 120 Kilo, so in der Dreh war das gewesen. Also in Serie, also sprich, weiß ich, 4 Sätze, 6 bis 8 Wiederholungen, da habe ich mich dann irgendwann mal hingehangelt ohne Stoff. Ich habe da mal eine Weile sogar mit dem Sebastian Hutz zusammen trainiert hier aus Dresden und habe mich da quasi coachen lassen, also der einzige Coach, wo ich für bezahlen würde, wäre quasi ein Fitnesscoach. Ja. Ja, das ist halt was, der ist halt da, der hat das halt erlernt, der, du siehst ja sein eben, Ergebnis, eben, das ist was anderes. Du siehst es, ja. Wie sieht der aus, will ich auch so aussehen, ja, verfolge ich das, mache ich das, ne? Da sehe ich das, da habe ich damals auch bezahlt dafür, ich glaube heute ruft er ganz andere Preise auf, ich habe ihn letztens mal getroffen, haben wir gekichert zusammen, der sieht aus wie Vin Diesel mittlerweile, könnt ihr mal googeln, Sebastian Hutz, also H-O-T-Z. Ja, und der ist sehr erfolgreich. Also der hat mir damals von seiner Idee, und das ist halt cool, ne? Der hat es einfach auch durchgezogen und von so einem würde ich auch was annehmen. Mhm. Der hat es einfach durchgezogen. Der hat sich nie reinlauern lassen, der hat es halt einfach gemacht. Ja. Hat er so ein kleines Special Fitnessstudio mitten in der Stadt am Neumarkt. Okay. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für ihn, weil er mir sympathisch ist, einfach ein netter Kerl. Und der ist halt auch Maschine so, also nicht bloß optisch, sondern auch menschlich einfach Maschine. Und der hat da so ein Studio sich, also wie soll ich sagen, so eine Art Atelier gemietet, in so einem Altneubau saniert und hat sich da richtig gute Geräte reingestellt und macht da wirklich in seinem mehr oder weniger eigenen kleinen Fitnessstudio, wo aber meiner Meinung nach alles da ist, was man braucht, Kurse, also trainiert sich dort richtig. Ja? Und das finde ich halt geil, weil du eben nie in irgendein Fit, McFit oder sonst wo hingehen musst mit deinem Trainer zusammen und dann irgendwie dort einen Hampel mal machst und jeder denkt so, ja, guck mal, der Idiot hier, muss ich coachen lassen, der kann es nie. Ja, weißt du, ja, ich bin? Ja, du bist halt da für dich. Du bist halt für dich, du kannst frei reden, du kannst frei bewegen und das finde ich halt gut und er macht halt wirklich Einzelseminare und das ist, denke ich, eine Marktlücke, die hat er vor Jahren für sich erschlossen und entdeckt und hat es so verfolgt und hat sich nie reinlabern lassen und ich denke, der ist damit übelst erfolgreich, der hat Termine von früh bis nachts. Mhm. Leute, ich möchte mich bedanken für eure zahlreichen Zuschriften. Es waren so viele, dass wir, ihr kennt mich ja, ich beantworte das ja immer sehr ausführlich, das Ganze. Als die Erde sich abkühlte, würde manche sagen. Jürgen muss lachen, weil er mich kennt, aber dafür bekommt man bei mir, denke ich, eine ordentliche Antwort, wenn man eine Frage stellt. Und jede Frage wird auch ernst genommen. Mhm. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Break, weil sonst haben wir wieder 3 Stunden Video. Ja, da kriegen wir dann wieder einen Hinweis gefühlt von YouTube, dass das Video einfach mal zu lang ist. Und wollen das für euch bitte kurz und knackig halten. Machen lieber dann jetzt im Anschluss noch einen zweiten Teil, den wir dann noch mit rausschallern, wenn ihr noch mehr. Labert mir die ganze Zeit dazwischen, ist wie meine Alte. Lasst uns bitte wissen, ob ihr noch mehr davon sehen wollt. Schreibt in die Kommentare, dass ihr den zweiten Teil auch noch sehen wollt oder den dritten Teil. Ich weiß nicht, wie viele das wären, aber wahrscheinlich eher 3, 4. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann haut es in die Kommentare rein, dann wissen wir, als klar, oder knallt ein Like unter das Video. Wir wollen ja gern uns mit euch
entwickeln. Und das geht nur, wenn ihr uns dabei helft. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend euch. Ciao. Ah, das ist die Frisurkunde. Friese. Die Friese, einigermaßen. Friese City. Wir müssen dringend zum Friseur. Ich sehe einfach komplett scheiße aus. Also wenn ihr wollt, genau, lass. Bist jetzt Fahrschkunde, Kundin. Wir wollen ja gerne. Fahrstreifen benutzen, um die Ausfahrt Richtung A111 zu nehmen.